Ja, einen recht schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie im Namen der ARD und natürlich auch des Gastgebers ORF recht herzlich begrüßen zu unserem deutschen Abend, wenn man so sagen darf. Deutschsprachig sind ja alle Abende. Ich hoffe, dass für Sie der Abend heute so schön wird wie die beiden vorangegangenen Abende. Georg Schramm, das ist eigentlich gar kein Patenkind, muss man ganz ehrlich sagen. Er ist einer, auf den der Spruch zutrifft von George Bernard Shaw. Der hat einmal gesagt, wer mit 20 kein Sozialist ist, ist ein Idiot. Wer mit 40 immer noch Sozialist ist, ist auch einer. Diese Phase hat er bereits hinter sich. Ein Mann, der wohl in der Midlife-Crisis seinen Beruf hingeschmissen hat, auf die Bühne gewechselt hat. Georg Schramm ist Konstanzer, gebürtiger Hesse, lebt aber seit vielen Jahren schon in Konstanz und er hat seit Jahren einen recht guten Ruf als aufgehender Stern am Nachwuchshimmel der deutschen Kleinkunstbühne. Heute Abend wird er aus der Hand der Paten den Salzburger Stier erhalten. Er wird das Programm heute Abend eröffnen, aber wir wollen ein paar Worte noch in eigener Sache sagen. Es betrifft den Salzburger Stier, den es jetzt seit 9 Jahren gibt. Sie wissen, dass die ARD-Anstalten den größten Anteil personell wie auch finanziell tragen an diesem Salzburger Stier. Wie lange es ihn noch geben wird, ist fraglich. Sie wissen, dass die Hörfunkanstalten in eine Krise geraten sind, eine Sackgasse, die auch mit der Umstrukturierung, mit der Veränderung der Hörgewohnheiten zu tun hat, natürlich auch mit der Angliederung der DDR. Ganz klar, es werden Sender zusammengelegt werden müssen. Alles das wird eine Rolle spielen. Aber man muss sich auch selbstkritisch fragen, 9 Jahre Salzburger Stier. Gerhard Polt hat vor einigen Jahren mal gesagt, dieser Preis sucht unerbittlich seine Träger. Also da ist doch milde Kritik von einigen zu hören. Nicht ganz zu Unrecht, muss man sagen. Denn wir müssen uns die Frage erlauben, auch die Künstler müssen sich diese Frage anhören. Ist der Salzburger Stier noch zeitgemäß? Ist das traditionelle Kabarett, wie es hier 4 Tage lang vorgeführt wird, eigentlich noch dem Zahn der Zeit entsprechen? Oder hat derselbe nicht schon daran gedacht? Die Künstler lachen natürlich verständlicherweise. Das ist aber eine sehr ernst gemeinte Frage. Das klassische Publikum, das sich am Kabarett erfreut hat, das Bildungsbürgertum, das spielt eigentlich für die wirtschaftliche und für die soziologische Entwicklung unserer Länder keine sonderliche Rolle mehr. Die klassischen Kulturtempel, die großen Theater melden rückläufige Zuschauerzahlen. Das Kabarett nicht, das Kabarett hat noch so ein Aufblühen, aber auch die Wälder blühen ja noch einmal kräftig, bevor sie eingehen, natürlich. Kann man sagen, man kann doch sagen, und das sieht man ja auch an den Zuschauern, die das Kabarett besuchen, dort ist ein Refugium entstanden, dort haben sich Alt-68er, Altlinke, Grüne eine ökologisch-ökonomische Nische gesucht und gefunden. Das alles hat seine Daseinsberechtigung. Das alles hat natürlich auch eine Daseinsberechtigung, aber darauf kann sich der Rundfunk nicht ausruhen. Wir können auch weder einseitig auf dieser Bildungsschiene fahren, noch können wir eingleisig die Heimat- und Rustikalschiene wie die Schweizer und die Österreicher betreten. Wir müssen uns andere Gedanken machen. Wir müssen uns an die eigene Brust schlagen, meine Damen und Herren. Wir müssen auch fragen, kann es auf diese Art und Weise weitergehen? Die Privaten schlafen nicht, das wissen sehr viele. Wir müssen uns gerade hier in diesen Tagen in Salzburg, die ja immer sehr schöne Tage sind, einmal ganz offen sagen, in dieser Zeit, in einer Zeit, während sich an den Nachmittagen und an den Abenden die zahlreich vertretenen Abteilungsleiter der Sparten Unterhaltung, Wort, Hörspiel mit einem leichten Völlegefühl am kritischen Bewusstsein der Geschwister Birkenstock laben. Zur selben Zeit lauert doch der Moderator von Radio Xanadu schon im Schaufenster von Karstadt, München-Kaufingerstraße. Er greift sich den jungen Hörer, meine Damen und Herren, er greift ihn sich dort, wo er geht, nämlich in den Ladenpassagen, in den Einkaufszentren. Das sind die Kulturzentren von morgen. Hier müssen wir aufwachen. Da genügt es nicht mehr, ein Salzburger Forum zu veranstalten.
Damen und Herren, einen recht schönen guten Abend hier in Salzburg im Landesstudio des ORF. Wir sind heute Abend zu Gast von der ARD mit einem Ausschnitt aus unserem Programm Rheinplatz an der Sonne. Sie haben eben so unsere Erkennungsmelodie gehört, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, mit dem wir schon seit 2-3 Jahren aufhören, wenn schon unterwegs sind. Dein Platz an der Sonne, heute wieder die neue Monatsausgabe in einer Kurzfassung hier für die Österreicher, die ja viele Zusammenhänge dessen, was wir in Deutschland an Bundesbürgerstellen nicht zurande kommen, das auch gar nicht wissen wollen. Das Thema Deutschland dominiert natürlich, meine Damen und Herren, gar keine Frage. Sie wissen, wie diese Sendung aussieht, eine bunte Informations- und Unterhaltungssendung mit Berichten, Meinungen. Wir haben heute Abend für Sie speziell das Sorgenkind des Monats zu Gast und wir werden den Kummerkasten ein kleines Stückchen öffnen. Ich werde Ihnen natürlich erklären, wie das Ganze aussieht. Unsere Show kommt zustande. Die Grundlage ist die Top 10, die Sorgen der Bundesbürger. Wir fragen 1000 seelisch und körperlich gesunde Bundesbürger, wovor haben Sie Angst? Das Ergebnis präsentieren wir allmonatlich. Ich kann Ihnen ganz kurz einmal sagen, in Österreich, soweit das für Sie überhaupt von Bedeutung ist, wir haben zwei interessante Bewegungen diesen Monat in der Top 10 zu beobachten. Das eine ist der Wald ist out, der deutsche Wald Platz 12, raus aus der Wertung. Nach 2 Jahren hat er sich verabschiedet. Er musste sich geschlagen geben, und das ist vielleicht ein kleiner Trost, liebe Zuschauer, er musste sich dem tropischen Regenwald geschlagen geben, der zum dritten Mal hintereinander vor dem Wald gelegen hat, hat sich auf Platz 10 festgesetzt. Da werden wir sehen, ob das ein Strohfeuer ist oder ob ein stabiler Trend das tropische Regenwaldphänomen zum Shootingstar des Jahres 90 macht. Das also zu dem einen. Das andere, auch ein Shootingstar, die Sorge um Deutschland, meine Damen und Herren, ist unter die ersten drei gekommen wieder. Die Sorge um Deutschland, die war ja vor einem halben Jahr überhaupt nicht da. Deutschland, das war das beherrschende Thema, aber Freude herrschte vor. Birne und Banane haben die Herzen der DDR-Bürger im Sturm erobert. Aber nun wachsen die Sorgen. Viele Bundesbürger fragen sich, wer zahlt die Obstrechnung? Wir wollen Ihnen heute Abend das bundesdeutsche Sorgenkind des Monats vorstellen und natürlich auch erstmal erläutern, was das ist. Wir geben Bundesbürgern, die ein bisschen Schwierigkeiten haben, die selbst durch das dicht geknüpfte Netz der sozialen Sicherung in der Bundesrepublik fallen, die Möglichkeit geben, ihre Leiden, ihre Sorgen zu präsentieren. Wir haben in jeder Sendung 3 Minuten exakt Sendezeit abgeknapst, um ein bundesdeutsches Sorgenkind zu Wort kommen zu lassen. Leute, die alles grau in grau sind, die mit dem Leben nicht klarkommen, die eigentlich nie so genau wissen, worüber sollen sie sich freuen. Morgens kommen sie nicht aus dem Bett versorgen, abends gehen sie nicht rein versorgen. Also Leute, die ziemlich auf dem Hund sind, und wir suchen ein paar interessante Fälle aus. Wir machen eine kleine Vorausscheidung und in der Endauswahl präsentieren wir dann das eine Sorgenkind des Monats. Das soll ja auch ein bisschen was Interessantes sein. Wir suchen immer so eine harte Nuss zum Knacken raus, damit Sie auch was zum Grübeln und Rätseln haben. Anschließend gibt es Anrufe, Telefonate, kleine Einweihungen. Gerade zu Weihnachten gibt es Geschenke für unsere Sorgekinder. Sie werden auch mal zum Ganzessen eingeladen. Also, da hat es schon viele nette Begegnungen gegeben. Wir kümmern uns ein bisschen um die alten Sorgenkinder. Alles das ist mit im Programm. Heute Abend präsentieren wir Ihnen als Gast unser Sorgenkind des Monats, hier auf der Bühne 3 Minuten lang, wie gesagt. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, es ist uns noch nie so schwer gefallen, jemand auszuwählen wie diesmal. In der Endausscheidung sind 2 junge Leute hängen geblieben, die eigentlich beide echte Pechvögel waren. Ideale Kandidaten für uns. Der Uwe W. aus Köln, ein ganz fitter junger Bursche, den mussten wir leider nach Hause schicken. Und ich will Ihnen mal ganz kurz sagen, worum es da ging, weil es uns wirklich leid getan hat. Der Uwe W., ein klassischer Fall für unser Sorgenkind-Programm. Einer, der mit 14 schon auf die schiefe Bahn kam, Zigarettenautomaten geknackt. Erste Jugendstrafe, 2. Jugendstrafe, Moped ohne Führerschein gefahren mit 16. Und mit 18 dann die erste Strafe. Steuerhinterziehung wird bei uns im Land streng bestraft. Sie wissen das alle. Er ist sein Auto ohne Kfz-Steuern zu zahlen gefahren, hat die Mahnung missachtet, hat sich stattdessen einen Fahrfernseher gekauft, den er auch nicht bezahlt hat, ging ins Kittchen, kam wieder raus, dann hat er sich eine Videoanlage gekauft, so ging es weiter, die Schulden wurden immer größer, die Tage in Freiheit immer kürzer. Ein klassischer Fall von Drehtürknacki, könnte man mal sagen. Also genau der Richtige für uns im Prinzip. Und der Uwe hatte uns auch einen tollen Brief geschrieben. Er hatte eine Idee, wie er sich aus eigener Kraft aus diesem Schlamassel rausziehen kann. Ich lese Ihnen den Brief mal kurz vorher, hat uns geschrieben, auch ich will meinen Platz an der Sonne, finde aber wie alle Vorbestraften keine Arbeit mehr. Ich biete eurer Sendung und einer Zeitung exklusiv einen Live-Überfall mit Geiselnahme an. Ihr könnt von Anfang an dabei sein, vom Honorar zahle ich meine Schulden und habe dann noch Startkapital für eine Videothek, wenn ich rauskomme. Zum Überfall nehme ich nur eine Schreckschusspistole, damit nichts passiert. Ja, klarer Fall, liebe Zuschauer, Sie wissen natürlich, sowas können wir nicht annehmen. Bei aller Anerkennung für die originelle Idee muss man sagen, und das möchte ich hier auch einmal in eigener Sache sagen, wir Journalisten, wir Medienleute haben einen Ehrenkodex. Wir sind der Wahrheit in besonderer Weise verpflichtet. Da konnten wir einfach nicht mitziehen. Die Fachleute wissen, wovon da die Rede ist. Da mussten wir einfach sagen, halt, Uwe, so weit und nicht weiter. Rien ne va plus.
Also da ging nichts für ungut, aber da war der Point of No Return erreicht. Und das bitte auch in Zukunft für alle Sorgenkinder, die sich bei uns bewerben, für alle Interessenten, bitte in Zukunft nur ernst gemeinte Zuschriften. Nichts Gestelltes, nur echte Waffen. Das sind wir den Gebührenzahlern schuldig. Da können wir keine getürkten Sachen machen. Also das ging nicht. Sorry, Uwe, nach Köln. Don't worry, deine Chance wird kommen. Aber wir konnten dir dabei nicht behilflich sein. Wir haben als kleines Trostpflaster für ihn was organisiert, für den Uwe. Wir haben ihn dem Bewährungshelfer von Graf Lambsdorff empfohlen, der sich um ihn kümmert. Aber mehr war einfach nicht drin. Ja, damit ist der eine ausgeschieden, der andere bleibt übrig. So ist es im Leben. Einer kann nur gewinnen, auch das eine andere berühmte Sendung aus unserem Hause. Wir kommen zum Sorgenkind des Monats. Vielleicht ein paar Worte zu ihm. Ich kann sagen, heute Morgen in der Vorprobe habe ich ihn kennengelernt. Er ist echt mies drauf, meine Damen und Herren. Also, er erwartet Sie einiges. Er wird ihn kräftig einheizen in den 3 Minuten, die ihm zur Verfügung stehen. Ein paar kurze Daten, 35 Jahre alt, 2 Studiengänge ohne Abschluss abgeschlossen, 14 Semester studiert, geschieden, kinderlos, lebt von Gelegenheitsjobs, schreibt für Zeitung, Geisteswissenschaften studiert, braucht man gar nichts weiter zu sagen. Er lebt von den Eltern, die ihm was in die Tasche schieben, die geschiedene Frau lädt ihn immer mal ein, steckt ihm was zu, das Sozialamt hat sich um ihn gekümmert. Also da liegt einiges im Argen. Wir haben gesagt, Mensch, man muss doch mal gucken, wie war der denn als Kind? Vielleicht ist er von klein auf schon auf die schiefe Bahn geraten. Wir haben uns rumgehört, die Kindergärten haben bezeichnenderweise, konnte sich an ihn erinnern. Oh, der Matthias, hat sie gleich gesagt, den kenne ich noch. Wenn die anderen zum Raufen rausgegangen sind, hat er immer Bücher gelesen. Und im Turm, da hat er geschwänzt, hat immer gesagt, er hätte seine Brille nicht dabei. Kam langsam auf die Schiene verbahnt, dann gab es einen blauen Brief, dann stellte sich raus, die Mutter war berufstätig. Also viele schlimme Sachen, die da zusammengekommen sind mit einem Wort. Und nun muss man sagen, meine Damen und Herren, der Bursche ist echt unten. Er war beim Psychotherapeuten 2 mal ein halbes Jahr in psychotherapeutischer Behandlung. Der Therapeut sagt, klassischer Loser, der Mann kann nicht Ja sagen. Der kann zum Leben nicht Ja sagen, der kann zu sich selber nicht Ja sagen. Der ist wirklich arm dran. Ja, und den haben wir heute Abend zu Gast. Wir haben ihm natürlich wie allen anderen auch völlig freigestellt, was er uns präsentiert. Mal sehen, was er aus diesen 3 Minuten macht, meine Damen und Herren. Ringfrei sagen wir lieber nicht, sagen wir einfach Bühne frei. Bühne frei für unser Sorgenkind des Monats, Matthias N. und seine Story. Die Zeit läuft. Tschernobyl! Nur eine Schneeflocke, die der nuklearen Eiszeit vorauseilte. Bhopal! Nur Finsternis in 80.000 Inderköpfen. Vivien und Wiebke! Nur ein Hauch des Windes, der zu neuen Ufern führt. Der nächste große Krieg. Nur vertagt, bis die Kinder des Islam ihn führen gegen den Ungeist der Moderne. Die Uhren der 4. Dimension stehen auf 5 nach 12. Allein die endliche Lichtgeschwindigkeit gewährt uns noch Aufschub. Aber wenn uns die Zeit erreicht, werden wir nicht einmal als Farbenspiel einer Supernova die Galaxis erfreuen. Die Büchse der Pandora, sie steht überall und ist schon spaltbreit offen. Zurückbleiben werden Abschussrampen, Müllhalden und Kernkraftwerke als Kathedralen des Hasses und der Sachzwänge einer untergegangenen Epoche. Als letzte Metastasen des Fortschrittskrebses und als Wegweiser für den Zug der 6 Milliarden aufrechten Lemminge zur Klippe. Unser gleichzeitiges Ersaufen würde den Meeresspiegel aber noch nicht einmal um 1000stel Millimeter anheben. Vor 50 Jahren töteten KZ-Ärzte im Namen der Wissenschaft unzählige Frauen beim Üben einer neuen Methode zur Schnellsterilisation. Sie landeten nicht auf dem elektrischen Stuhl, sondern auf dem gynäkologischen Lehrstuhl deutscher Universitäten. Die von ihnen entnommenen Organe sind noch im Handel erhältlich. Heute verbieten sie Abtreibung als Menschenverachtung, lassen aber hirnlose Embryonen austragen als lebende Ersatzteillager und züchten synthetische Cholera als B-Waffen in den Krankenhäusern von Armenvierteln. Das sind die Bausteine unseres Fortschritts. Aber es gibt einen Trost. Dieser Seuche wird eine Ära aufblühenden Erdenlebens folgen, in der Kellerasseln und Tausendfüßler herrschen werden als hyperintelligente Gattungen über Myriaden von Einzellern, umgeben von endlosen Algen- und Flechtenwäldern, in Palästen aus witterungsbeständigen Plastiktüten und endlich ungestört durch die irrtümlich Homo sapiens genannte Art. Und im Olymp der Entwicklungsgeschichte werden Krebs und HIV-Virus höchstes Ansehen genießen als Helden im Abwehrkampf gegen die Hominidenplage für eine befreite Natur. Und sollte jemals in den Annalen des Universums unser kurzes Gastspiel auch nur erwähnt werden, dann werden dort 5 Zeilen stehen. Mensch, eine Art, die sich selbst die Denkende nannte.
entwickelt ein hochdifferenziertes Zentralnervensystem, ohne die daraus resultierenden Fähigkeiten arterhaltend nutzen zu können, und verschwand durch Selbstzerstörung ihrer Genstruktur zugunsten anpassungsfähiger Kleinstlebewesen. Bravo, Matthias, meine Damen und Herren. Der Junge ist fertig, das muss man sagen, in jeder Beziehung fertig. Er ist auch fertig in den 3 Minuten geworden, er hat genau die Zeit eingehalten. Eine reife Leistung hätte ich ihm gar nicht zugetraut, muss ich ehrlich sagen. Das war ganz schön, hat uns ordentlich eine reingegeben, habe ich das Gefühl. Wir gehen aber weiter im Programm. Wer Sorgenkind werden möchte, Postkarte genügt, meine Damen und Herren, dein Platz an der Sonne. Stichwort Sorgenkind, Sie kriegen unsere Unterlagen, den Fragebogen zugeschickt. Dann ziehen wir damit ran. Sie bekommen von uns Besuch. Sie können vielleicht auch in die Endausscheidung werden eingeladen, können ein paar Tage beim Rundfunk sein. Ja, so viel zum Thema Sorgenkind. Wir kommen nun zum Kummerkasten, ein anderer Gast in unserer Sendung. Wir stellen ein Problem vor, das Sie, die meisten von Ihnen, noch gar nicht zur Kenntnis genommen haben. Der Kummerkasten, da sind die Sorgen von morgen drin. Da sind die Dinge, die Probleme, die die Fachleute, die die Medienleute schon erkennen, die sagen, das gibt mal ein ganz dickes Problem, von dem Sie noch gar nicht so richtig merken, was da eigentlich gespielt wird. Und gerade in diesen Zeiten, wo sehr viel von Deutschland die Rede ist, da graben einige Probleme unter den Tisch. Natürlich, wir müssen ganz offen sagen, das Staatsschiff Deutschland ist auf dem richtigen Kurs. Keine Frage. Es steht auch unter Dampf, aber es ist zu voll beladen, um wirklich auf Fahrt, große Fahrt gehen zu können, um wirklich Geschwindigkeit aufnehmen zu können. Viele, auch blinde Passagiere, sind an Bord. Es werden immer mehr. Und bei all dieser Diskussion, die ja in der Öffentlichkeit geführt wird, da geht ein anderes Problem unter, das sich im Bauch unseres Staatsschiffes abspielt. Da tickt nämlich eine Zeitbombe in unserem Staatsschiff. Eine Zeitbombe, die nicht nur tickt, sondern die auch noch größer wird. Diese Zeitbombe wächst und wächst und wächst. Dieses Problem aus dem Kummerkasten wollen wir uns heute Abend zu Gemüte führen. Und zwar ist es die Rentnerschwemme. Meine Damen und Herren, die Statistiker sagen uns, was auf uns zukommt. Im Jahre 1990 ist jeder 5. Bundesbürger ein Rentner. Im Jahre 2000 ist jeder 4. Bundesbürger ein Rentner. Im Jahre 2013 wird jeder 3. Bundesbürger ein Rentner sein. Allen Alten- und Pflegeheimen zum Trotz wächst die Zahl der Senioren, wie man sie mittlerweile vorsichtig nennt. Und diese Senioren fallen nicht nur durch ihre Zahl auf, sondern auch durch ihr Verhalten. Sie gründen Vereine, sie gründen eine eigene Partei, sie verstecken entflohene Heiminsassen in extra dafür vorgesehenen und angemieteten Wohngemeinschaften. Diese Leute wollen mitreden, sie wollen an die Macht und sie zerstören sogar das, was eigentlich ihr letzter Anker wäre. Sie brauchen sich nicht zu wundern, die Alten, wenn sie in den Heimen und Pflegeheimen landen, denn sie zerstören auch die Familienstrukturen. Ein solches Beispiel wollen wir Ihnen präsentieren. Ein alter Mensch, der das Einzige, was er noch hat, die Familienstruktur durch seine Bösartigkeit ruinieren kann. Heute im Kummerkasten die Rentner bei uns. Sand im Getriebe. Ja, grüß Gott. Tut mir leid, dass ich jetzt heute einen Platz, wenn ich ein bisschen spät bin. Nicht? Aber wenn man mir auch nicht sagt, wie ich zu dieser Hochzeitsfeier komme, dann Bild wollen Sie auch nicht machen. Ich hätte mir eine Karte geschickt, wie ich hierher komme. Nicht? Nicht so lange suchen müssen, aber wahrscheinlich ist es gerade recht. Nicht? Wo ist denn der Paten, Junge? Was sagst du denn? Da hast du dich wieder. Du sitzt schon wieder im Halbdunkel, Junge. Nicht? Wie oft habe ich dir gesagt, du musst mehr aus dir machen? Nicht? Du kannst doch nicht ewig im Halbdunkel sitzen bleiben, nicht? Krawatte hättest du auch mal anziehen können zu deiner Hochzeit. Meinst du, bei der zweiten kommst du mir so drauf an, ne? Wie sind die Braut, ne? Ja, muss man ja heute fragen. Nicht? Früher hat man es an der Kleidung erkannt. Früher hat sich auch die Braut mal vorgestellt. Ne? War ja üblich. Aber sie war noch nie am Deich, ne? Ja, ich habe mich auch noch nicht vorgestellt. Soll ich vielleicht mal kurz machen? Mein Name ist Dombrowski. Lothar Dombrowski, ich bin der Patenonkel von ihm, sagte ich ja schon nicht. Der Vater ist draußen geblieben, wie man so sagt, nicht im Feld. Geht das so lange, dass Sie das so machen? Fotografieren Sie doch mal die Braut oder so. Ja, lässig. Ne? Wo waren Sie hingeblieben? Ja, dass mein Patenjungen ist. Ne? Machen Sie mal ein Bild von ihm. Ich meine, es lohnt sich nicht, aber... Müssen Sie aber Querformat nehmen. Er hat in den letzten Jahren ganz schön zugelegt. Ne? Oder hochkant, da kriegen Sie seine Pilzvergiftung mit drauf. Ne? Ja gut, das ist ein kleiner Ausrutscher, nicht? Aber ich habe immer so ein Auge auf ihn gehabt. Ne?
vielleicht in die Breite zu gehen, hätte man so ein bisschen was anstrengen sollen, nicht im Beruf, ne? Ja, mein Name ist Dombrowski, ne? Ich bin ein Partner und gesagt, ich habe da Heiz, ne? Und von Haus aus bin ich eigentlich die rechte Hand von einem Steuerberater bei uns in Kastrop, habe mich immer so um ihn gekümmert, ne? Zumal er ist ja nun weiß und nicht, die Mutter ist an Krebs gestorben vor 6 Wochen. Nee. Man muss sagen, sie ist nicht gestorben, sie ist jämmerlich eingegangen an Krebs. Nee. Und da heiratet man nicht 6 Wochen später. Das ist, ist überstürzt. Hastig finde ich das. Nee. Muss man sagen, pietätlos sagt man auch. Nee. Für mich gibt es da nur einen Grund. Sie lachen darüber. Nee. Das ist aber nicht lustig. Nee. Ich weiß, dass Sie heute, ja, sind Sie verheiratet? Sag Sie ganz vorsichtig. Mhm. Wie oft denn schon? Einmal. Na, immerhin. Das ist eine Ausnahme heutzutage, ne? Entweder heiraten Sie dauernd oder gar nicht, ne? Wir waren früher auch noch einmal verheiratet, ne? Da muss ja wieder auch mal so eine Art Notgemeinschaft begreifen. Ne? Also, wir haben das Geld für die Scheidung ja gar nicht, ne? Das ist ja ein Luxus auch. Geht ja in die Kohlen, ne? Ja, woher Single? Ja, der Heiratstermin. Ne? Der gibt mir zu denken. Also, für mich gibt es nur einen Grund, dass Termindruck da ist, ne? Lachen Sie aus. Lustig, ist was Kleines unterwegs? Haben Sie was angesetzt vielleicht? Ja, da will ich nun gar nicht lachen. Ne? Ja, du schon gar nicht. Ne? In solchen Zeiten setzt man noch keine Kinder in die Welt. Mögen Sie Kinder? Ja, sollen Sie keine machen. Ne? Das ist doch ein Widerspruch. Auf so eine Welt wie diese hier wollen Sie Kinder setzen? Wie wollen Sie denn ernähren? Wollen Sie in die Brust gehen? Ja, könnte ich Sie wegen Lebensmittelvergiftung anzeigen? Du hast doch alles vergiftet, ne? Da lacht doch nur noch das Erledekind auf der Dose heutzutage. Das ist so, hast du das nicht in der Zeitung gelesen? Mutterbrust, alles vergiftet. Kannst du gar nicht mehr drangehen. Und selbst wenn die Mutter die Brust dem Kind nicht gibt, das nützt ihm gar nichts. Nee, sie braucht ja nur Luft holen während der Schwangerschaft. Fliegt doch alles rum, ne? Bei uns sind die Robben wie die Fliegen gestorben. Auch nur vom Luft holen. Ne? Den ganzen Kram, der da rumfliegt, Dioxid, die ganzen Abkürzungen, radioaktive Mist und all der Kram. Ne? Geht alles in Mutterleib rein. Ne? Bevor das Geheimnis raus ist, ratzfatz kommt ein kleiner Krüppel bei raus. Das ist noch nicht mehr los. Muss man doch mal drüber nachdenken. Außerdem sind wir sowieso schon genug. Ach, Kinder, das kommt doch dauernd. Wenn es erstmal schief geht in der DDR, wenn die mal merken, dass sie jetzt die D-Mark kommen, aber sie kriegen sie gar nicht. Ne? Erst haben sie keine Schaufenster und hatten massig Kohle, ne? Demnächst haben sie Schaufenster, aber keine Kohle mehr. Oder brauchst du nicht klatschen? Weißt du, warum du da nicht klatschen brauchst? Dann kommen sie nämlich wieder. Ein Koffer, 2 Kinder. Wenn einer 2 Koffer trägt, kannst du sicher sein, kommen gleich 3 Kinder und jetzt. Und die kommen nicht auf Besuch, ne? Die bleiben. Und damit ist das noch lange nicht getan. Wenn die aus der DDR mal alle da sind hier, ne? Wenn sie dann alle hier versammelt sind, dann braucht ihr nicht denken, dass das Problem gelöst ist. Noch lange nicht. Dann kommen sie nämlich aus den Karpaten. Von ganz weit hinkommen. Du findest das alles lustig, ne? Du kannst über alles lachen. Das ist ein ernstes Problem. Ihr lacht über jeden Mist, aber ihr macht euch keine ernsthaften Gedanken. Wenn die aus den Karpaten dann alle da sind, dann ist nämlich auch noch nicht Feierabend. Wenn die nämlich alle gekommen sind und der Russe alle abgeliefert hat, dann kommt nämlich auch noch der Neger. Und dann, wenn der überhaupt noch klopft an der Tür, dann kannst du froh sein. Und ich sage euch noch was, weil du gerade so lustig bist. Recht hat er, der Neger, dass er kommt. Das ist ganz normal, das ist Art Naturgesetz. Ne? Wenn irgendwo der Futternapf zum Überlaufen voll ist, dann kommen die Viecher von allen Seiten gelaufen. Hat jedes andere Viech auch, kann man ihm gar nicht übernehmen, ist Instinkt. Ne? Und der Futternapf ist hier zum Überlaufen voll. Ne? Und ihr zeigt ihn ja auch noch. Ihr freut euch ja noch. Ihr geniert euch ja überhaupt nicht. Geht immer heute in den Supermarkt, ist doch nicht erträglich, was da alles rumsteht. Da biegen sich doch die Regale. Und hinten, dann kann man das alles schon reinfuttern, weil ihr es gar nicht mehr alles tragen könnt, was ihr da zu fressen kriegt. Wenn dann gleich unten im Bistro-Stand oder wo wird es immer noch reingestopft. Ne? Auf solchen Hockern. Kein alter Mensch kommt auf so einen Hocker drauf. Applaudier du nur. Ne? Wahrscheinlich habt ihr sie extra so hoch gemacht, ne? Weil euch der Appetit an eurem Champagner vergehen würde, wenn sich ein Rentner dazu setzt. Und an den Regalen, da wo früher Haribos waren, ne? Und Tabak. Und Tabak und Tabakspapier, Zigarettenpapier. Weißt du, was da heute steht? Entschuldigung.
5 Meter Kittikat, 4 Meter Hundekuchen und noch 1 Meter für einen Hamster ist der heute. Wovon haben die Viecher eigentlich früher gelebt? Braucht ihr gar nicht zu klatschen, 7 Tage Katzenmenü, dass die Katze sich nicht langweilt. Ihr kauft den Dreck doch, sonst könnt ihr doch da nicht stehen. Jetzt fressen wir doch alles im Neger weg. Ja gut, nicht wir, aber die Viecher. Nee. Dieser ganze Kram, der da drin ist, alles Fleisch und Soja, nicht? Der Neger ernährt sich doch von Soja. Wenn er das mitkriegt, dass das hier jeder Dackel frisst, kommt er doch hoch und will was abhaben. So, ganz klar. Ich hab immer schon gesagt, wir müssen teilen. Nee. Wir müssen auch was abgeben mal da unten. Da unten ein paar Schüsselchen hingestellt, vollgemacht und sagt, so, ihr sollt auch nicht leben mit dem Hund. Nee. Dann kommt er auch nicht hoch mit seinen kurzen Hosen. Nee. Ich kenne noch gar keinen Winter und hier wird er nur krank. Ja, habe ich im Fallblatt von der Ärzteinnen gelesen. Ne? Hartmann Bundlauf bei meinem Arzt im Sprechzimmer. Ne? Das wäre jetzt immer so voll, nicht? Und man käme so lange nicht dran und es würde alles teurer, nicht? Weil die jungen Leute da von ganz weit draußen, also die Landflüchtlinge, was sie alle sind, nicht? Die werden dauernd krank, vertragen das Klima nicht. Wir müssen wissen, die Ärzte sind vom Fach. Ne? In Rassefragen immer schon die Fachleute gewesen. Ne? So, wollte ich eigentlich gar nicht so sagen. Nicht? Aber ihr wollt auch nichts annehmen, nicht? Von alten Leuten nehmt ihr nichts mehr an. Es gibt auch kaum noch alte Leute, die man zur Kenntnis nimmt. Entweder werden sie im Heim abgeliefert oder sind gar nicht mehr da. Bei Politikern ist doch dasselbe. Die alte Garde, die lebt überhaupt nicht mehr. Ne? Wen hat es noch weggeputzt neulich? Ne? Strauß, Franz Josef Strauß, das war noch ein richtiger Drecksack. Mit allem Drum und Dran, mit allen Ecken und Kanten. Da konnte man sich noch dran reiben. Ne? Aber heute diese Generation nur leider kleine graue Drecksbatzen, einer wie der andere. Ne? Vertrauen doch auch alle nichts mehr eurer Generation. Hier, Barschel hat doch noch nicht mal die Tabletten vertragen. Das wollte ich jetzt nicht so sagen. Ich werde ausgerutscht. Ich bin an sich ein ganz verträglicher Mensch, wenn man mich nicht reizt. Und eigentlich nur was zu dieser Hochzeit sagen, nicht? Ja, wollte ich auch. Habe ich ja nun auch, ne? Das ist Ihnen schon zu viel, ne? Ein paar Worte mal über ein erstes Thema, das passt Ihnen auch schon wieder nicht. Wenn wir feierlich sein wollen, dann lacht ihr bloß. Aber wir wollen ja mal lustig sein und da seid ihr gar nicht mehr da, weil ihr gar nicht mehr tanzen könnt. Ja, ne? Ich hatte mir auch ein ganz nettes Geschenk ausgedacht. Ne? Hatte sich gerade günstig ergeben, dass die Mutter an Krebs gestorben ist. Ne? Ich habe das ja schon gesagt. Ich weiß, ihr habt mir das ganze Lied gut vom Vater vermacht. Ich habe mich einmal sehr um ihn gekümmert. Ne? Sagt ihr schon, der Vater ist draußen geblieben im Feld. Ne? Und ich war Kriegskamerad von ihm, habe mich dann um die Mutter gekümmert, er kam dann auch bald. Und auf dieser Bühne habe ich dann mal so zusammengewachsen. Da hatte ich ein Lied ausgewählt, von dem ich dachte, dass das eigentlich sehr passend wäre. Persönlich auch was zu schenken, nicht einfach ein Kuvert mit 500 Markscheinen. Aber wenn Ihnen das alles schon zu viel ist, können wir das auch lassen. Wir können das lassen, muss nicht sein. Ne? Ja, was nun? Ja oder nein? Na gut. Ein sehr schönes Lied, eine Art Liebeslied, nee, man kann sagen, eine Art nationales Liebeslied. Von einer Art, der Vater hat es ursprünglich für 18 Männerchor geschrieben, nee. Aber ich singe das lieber alleine, bis wir das einstudiert haben, nicht, das bringt den Namen hier auch ein bisschen. Die jungen Leute wollen ja auch gar nicht mehr singen, ich trage das kurz vor. Anna Luise heißt das Lied, nee. Und die Mutter eben auch, Anna Luise. Ich kann ja mal eins sagen, wenn ich das nur singen soll, damit Sie sich darüber lustig machen können, dann singe ich das nicht. Ne? Zum Affen machen lasse ich mich hier noch lange nicht. Gehen Sie wieder raus, machen Sie ein Brot draus, dann kann ich befehlen. Anna Luise. Wenn die Igel in der Abendstunde still nach ihren Mäusen gehen, hink auch ich verzückt an einem Munde und es war um mich geschehen. Dein Papa ist kühn und Geometer, er hat 2 Kanarien. Vögelein, auf den Sonnabend, aber geht er gern zum Pilsnerin Gesangverein. Anna Luise, Anna Luise.
sprach, ich wär's die meine, du in Bälde, blicktest du voll süßer Träumerei. Auf das Grüne von der Felde und du dachtest dir dein Teil dabei. Oh, Van der Felde kennt ihr nicht, ne? Das sollte man vielleicht kurz erklären, was Van der Felde ist, weil das dann die Spur gar nicht verstanden wird. Jetzt können Sie mal einen konstruktiven Beitrag leisten. Okay. Wissen Sie, wer Hermann Van der Felde war? Richtig, ein Aufklärer. Ja, unsere Generation kennt ihn noch ein bisschen. Hier sehen wir noch den Titel von dem Buch. Ja, wir haben auch nur so auf die Bilder geachtet. Ne? Die vollkommene Ehe, hieß er. Ist vergriffen, ich wollte es verschenken, aber es gibt es nicht. Also quasi auf Vorläufer von Oskar Kolli. Ich sage das mit dem Strophe wird es dann werden. Ich setze mal frisch an. Können Sie mir sagen, was Sie mit Oh Gott meinen? Sie können sich darauf vorbereiten. Wenn Sie Oh Gott sagen, kann ich eins genau sagen: Das Lied hat 4 Strophen. Und da draußen gibt es Bier, da können Sie sich bedienen. Hey. Wenn Sie mir noch mal kurz unterbrechen, können wir es nämlich auch lassen. Ist doch kein Spaß, vor solchen Leuten als alter Mensch zu singen. Zweite Strophe zu Ihrer Orientierung. Ja, husten Sie doch mal ab. Wir haben im Siechen einen hier. Sprach, ich wär's die meine, du in Bälde, blicktest du voll süßer Träume rein auf das Grüne. Von der Felde. Und du dachtest dir dein Teil dabei. Und du gabst dich mir im Unterholze einmal hin und einmal hin. Und du fragtest mich mit deutschem Stolze, ob ich auch im Krieg gewesen wär. Aloise, Analuise. Ach, ich habe dich ja so belogen, sprach mir wer dein Kreuz von Eisen wär. Als Gefreiter wär ich ausgezogen und als Hauptmann wär ich heimgekehrt. Als wir standen bei der Eberesche, wo der Kronprinz einst gepflanzet hat, raschelte ganz leise deine Wäsche und du strichst dir deine Röcke glatt. Analuise, Analuise, lüge nie, woanders hin du strichen, siehst du dort die ersten Sterne gehen. Habe Dank für all unvergesslichen Stunden und auf Wiedersehen. Denn der schönste Platz, der hier auf Erden mein, das ist mein Heidelberg in Wien am Rhein. Seemannslos, Seemannslos. Ich bin noch nicht fertig. Das geht ja dann ein Zeichen, wenn ich so alt bin. Ne? Eine, die wie du die Flöte bliese, lebe, lebe, lebe wohl. Anna Luise, Anna Luise. Nur bin ich fertig. Ganze Kleinigkeit fix zu erledigen, das wäre zwischen der Braut und mir zu machen. Können wir das später machen oder können wir das gerade hier erledigen? Es geht um eine Kleinigkeit. Nicht?
Wir haben ja früher bei uns am Deich sehr viel Wert auf Brauchtum gelegt. Ich weiß, dass sich das alles verbessert hat heutzutage, nicht? Aber sein Urgroßvater war ja nun der letzte Deichgraf. Und es war ja früher üblich, dass die Braut die erste Nacht mit dem Deichgraf verbracht hat. Da ich nun quasi der letzte Hinterbliebene bin, das müssen nicht Sie persönlich sein, nicht, aber vielleicht, dass das Ihrem Bekanntenkreis jemand eins bringen könnte. Nee. Ich will mich auch gar nicht weiter einmischen, ich würde sagen, okay, einfach schon mal vor, ein bisschen frisch machen, nee. Und dann können wir ja gucken, was danach kommt. Nee. Aber bestimmte Leute nicht. Da muss ich auch noch überlegen. Nee. Weil mit einer solchen Jugend was zu tun, da muss man sich noch sehr überlegen. Nee. Ich hab's mir überlegt, ich nicht. Ich kann euch auch sagen, warum. Ihr benehmt euch nämlich alle, als ob nach euch die Sinnflut. Nee. Aber da habt ihr euch geschnitten. Nach euch kommt keine Sinnflut. Ihr seid die Sinnflut.